Wir sind wieder unterwegs. Auf dem Rheinradweg von Düsseldorf nach Koblenz. In diesem Video zeigen wir euch Etappe 1 von Düsseldorf nach Köln. Schön, dass ihr dabei seid. Um 9.30 Uhr starten wir in Düsseldorf nahe der Theodor-Heuss-Brücke. Dort nutzen wir eines der vielen kostenlosen Parkplatzangebote unterhalb der Brücke. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. Unterkünfte haben wir nicht vorreserviert. Für heute wäre der Kölner Süden das ideale Tagesziel. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. Auf eine Navigationshilfe wollen wir verzichten, denn für die kommenden 3 Tage wird der Rhein unser ständiger Begleiter sein. Mit der Beschilderung sollten wir auch sehr gut klarkommen. Wir müssen uns lediglich die geplanten Übergänge merken, wo wir die Rheinseite wechseln wollen. Der Eurovelo 15 führt auf dem deutschen Abschnitt meistens auf beiden Rheinseiten entlang. Wir haben also stets die Wahl. Hier am Rheinufer ließ man im 16. Jahrhundert ein repräsentatives Schloss errichten. Heute ist davon nur noch der sehr schöne Schlossturm übrig geblieben, der übrigens von einem italienischen Baumeister entworfen wurde. Offenbar hatte schon damals der Düsseldorfer einen Sinn für Ästhetik. Jedenfalls, der Schlossturm beherbergt heute das sehr sehenswerte Schifffahrtmuseum. In den 1990er Jahren wurde die vierspurige B1 in den Rheinufertunnel verlegt. Oberirdisch entstand hier die Rheinuferpromenade, die ausschließlich Fußgängern und Radfahrern vorbehalten ist. Die 1,5 Kilometer lange Uferanlage gehört neben der Kö zur beliebtesten Flaniermeile in Düsseldorf. Im Oktober 1988 wurde nach 6 Jahren Bauzeit das Landtagsgebäude eröffnet. In naher Zukunft wird der Landtag mit 4 Rundbauten erweitert. Die sogenannten Keksdosen werden um den 240 Meter hohen Rheinturm angesiedelt. Der Rheinturm wurde 1982 erbaut und ist das Wahrzeichen Düsseldorfs. Mit den leuchtenden Bullaugen zeigt der Turm die Zeit an als Lichtzeitpegel und ist damit die größte Dezimaluhr der Welt. Der schöne Medienhafen. Ja. Seit 1999 steht dieses organisch geformte Gebäudeensemble im Neuen Zollhof. Die nach ihrem Architekten benannten Geribauten mit ihren sehr kurvigen Formen gehören sicher zu den meist fotografierten Objekten in Düsseldorf. Der alte Zoll- und Handelshafen entwickelte sich Anfang der 1990er Jahre zu einem neuen Stadtteil, den Medienhafen.
Hier siedelten sich Unternehmen aus der Medienbranche, aus Marketing, Werbung und Informationstechnologie an, gleich neben den angesagtesten Gastronomen der Stadt. Noch einmal fahren wir an den drei asymmetrischen Geribauten vorbei. Der rechte Block ist rot verklinkert, der linke Block wurde mit Kalkstein verkleidet. Der mittlere Bau trägt ein Fassadenkleid aus Edelstahl, worauf sich weißer und roter Block spiegeln und dabei erneut verformen. Hinter der Hafenbrücke befindet sich ein Kleinod, das lange Zeit unentdeckt blieb. Der Paradiesstrand mit Blick auf die Skyline dürfte inzwischen jedem Düsseldorf-Kenner bekannt sein. Ein Dorf in der Großstadt, so lässt sich der eher bäuerliche Stadtteil Hamm beschreiben. Die Ansiedlung von Fabriken und Büros blieb hier weitestgehend aus, denn Kappes Hamm war für die Produktion von Kohlgemüsen auf Platt, Kappes und anderen landwirtschaftlichen Produkten zuständig. In Wirsing City, wie man Kappes Hamm auch gerne nennt, wird inzwischen zunehmend Ackerboden für Bauland geopfert. Die Fleerbrücke wird von Deutschlands höchsten Brückenpylon getragen und sie hat die größte Spannweite aller deutschen Schrägseilbrücken. In den nächsten Jahren wird sie wegen irreparabler Schäden von einem Neubau ersetzt. Im Stadtteil Himmelgeist entdecken wir Schloss Mickeln. Seit dem Jahr 2000 wird die Schlossanlage von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf betrieben. Die Lehranstalt verfügt hier über verschiedene Räumlichkeiten für Tagungen, Konferenzen und festliche Veranstaltungen im gehobenen Ambiente. Die Pfarrkirche St. Nikolaus ist benannt nach dem Schutzpatron der Pilger, Reisenden und Binnenschiffer. Wir befinden uns im Düsseldorfer Süden, im Naturschutzgebiet Himmelgeister Rheinbogen. Eine typisch niederrheinische Kulturlandschaft mit Wiesen und Ackerflächen, umsäumt von Pappelreihen und knorrigen Kopfweiden.
Schloss Benrath wurde im Jahr 1773 nach 18 Jahren Bauzeit im Stil des französischen Rokoko fertiggestellt. Gedacht war es als Witwensitz für die Kurfürstin Elisabeth Auguste. Sie und ihr Gatte haben Schloss Benrath jedoch nur einmal besucht. Den Job als Herzog von Jülichberg machte Karl Theodor quasi nur nebenbei. Als Kurfürst von Bayern, der Pfalz und anderen kleinen Reichen hatte er als Herr der sieben Länder mächtig zu tun. Die Förderung von Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft waren seine wichtigsten Anliegen für alle seine Territorien gleichermaßen. Im März 2000 wurde die Stiftung Schloss und Park Benrath gegründet. Bürger, Unternehmen und ein Finanzinstitut gründeten gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf den Förderverein, um die Schlossanlage zu erhalten und als kulturelle Anlaufstelle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nahe der Orangerie kehren wir noch einmal zur Schlossanlage zurück. Die Parkanlage ist für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich. Schloss Benrath wurde auch für repräsentative Zwecke genutzt. Das Land Nordrhein-Westfalen empfing hier Staatsgäste wie Michael Gorbatschow und Königin Elisabeth II. Das Naturschutzgebiet Odenbacher Kempe ist ein Stück Rheinaue ohne Deiche, das man auch sehr gut erwandern kann. Hier befindet sich auch der Fähranleger. Jetzt nehmen wir die Fähre und fahren nach Zons. Zons am Rhein wird gerne auch das rheinische Rothenburg genannt. Die ehemalige Zollfeste ist eine der wenigen mittelalterlichen Städte mit einer so gut erhaltenen Befestigungsanlage. Ihre Erbauung wird auf das 14. Jahrhundert datiert. Durch den Rheinturm, der auch als Zollturm genutzt wurde, gelangen wir auf die Rheinstraße. Hier stehen die ältesten Häuser von Zons. Auf der Stadtmauer ragen zwei achteckige Erkertürme hervor, die sogenannten Pfefferbüchsen. Von dort hat man einen weiten Blick auf die Rheinauen. Der Jüdeturm diente im Mittelalter als dunkles Verlies. Historiker vermuten die Namensherkunft auf die Patrizierfamilie Jude aus Köln. Die Zonser Mühle ist um die 600 Jahre alt und gehört zu den Zonser Wahrzeichen. Sie ist Teil der Stadtbefestigung und diente damit auch als Wachturm. Das ist mal hübsch. Zons ist bekannt für seine jährlichen Märchenspiele auf der Freilichtbühne, für den mittelalterlichen Matthäusmarkt im September und für den Nikolausmarkt im Dezember.
Wir verlassen die sehr beeindruckende Feste Zons und ziehen weiter Richtung Köln. Vom Deich aus haben wir einen wunderbaren Rundumblick auf die Rheinauen. Noch einmal blicken wir auf die Zonser Stadtmauer mit ihren markanten Turmbauten. Nach einem kurzen Blick über den Rhein auf das Bergische Land erreichen wir das Kölner Stadtgebiet und den Stadtteil Worringen. In einer alten Wirtsfamilie muss es vermutlich früher mal eine Margarete gegeben haben, dessen abgewandelter Rufname Verwendung fand für diese sehr ansprechende und einladende Gastwirtschaft Kasselberger Gretchen. Prost! Zum Wohl! Schon wieder Umleitung. Das ist ja normal bei Radreisen. Schad nicht, wenn schneller geht. Ist doch schon grün. Nee, wir müssen hier geradeaus. Ja, das Stück von Worringen bis Köln, das zieht sich wie Kaugummi. Da bist du nicht mal so eben. Da muss man noch vorbei an diversen Industrieanlagen. Das ist nicht ganz so attraktiv, aber wir haben ein bisschen Rückenwind. Ne? Das ist doch schon sehr hilfreich. Das ist schon die halbe Miete. Ja. Seit 1986 verbindet die Nieler Hafenbrücke den Nieler Damm mit dem Molenkopf. Sie ist 15 Meter hoch und knapp 100 Meter lang. Ohne diesen Übergang wäre der Weg vom Kölner Norden zum Stadtzentrum ganze 5 Kilometer länger. Mülheim brauchen wir nicht, wir fahren geradeaus. Die 935 Meter lange Seilbahn wurde zur Bundesgartenschau 1957 errichtet. Mit ihr überquert man den Rhein von Deutz zum Zoo in wenigen Minuten. So, wir haben uns eben auf die Bank gesetzt und ein Hotel gefunden in Pochz. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Zeit,
uns Köln ein bisschen näher anzusehen. Und die goldene Regel, bis 17 Uhr ein Zimmer zu finden, haben wir fast eingehalten, bis auf 7 Minuten, ne? Aber egal, Hauptsache wir haben ein Zimmer. Bitte? Ich dachte, hat ja noch geklappt. Hat ja noch geklappt. Wenn wir den Dom sehen, denken wir sofort an die vielen kölschen Lieder von den Blackfoes, den Höhnern, Brings, Paveier und viele andere. Vermutlich ist Köln auch die meistbesungene Stadt Deutschlands, auch wenn die Statistiker Berlin mit über 6000 Liedern auf Platz 1 setzen. Den Kölnern ist das vermutlich auch egal. Hier ist was los. Ja, komm, wir fahren einmal rum. Als Barbarossa die Gebeine der heiligen drei Könige nach Köln bringen ließ, sollten diese Reliquien in einem repräsentativen Sakralbau untergebracht sein. So begann man im Jahr 1248 mit dem Bau des Kölner Doms. Im 16. Jahrhundert wurde aus Geldmangel und fehlender Begeisterung der Bau eingestellt. Erst im 19. Jahrhundert wurden die Bauarbeiten fortgesetzt. Im Oktober 1880 wurde der Dom nach über 630 Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Um das Jahr 1800 vergaben die französischen Besatzer jedem Haus in Köln fortlaufende Hausnummern, die nicht nach Straßen sortiert waren. So erhielt der Vorgängerbau dieses Hauses die Hausnummer 4711. Daraus entwickelte sich der Markenname 4711 für ein Parfüm, das seit Jahrhunderten auch als Kölnisch Wasser bekannt ist. Ja, das Wasser von Kölle ist gut. So muss es ja nach dem Krieg ausgesehen haben, wa? Stimmt, ja. Die Hohenzollernbrücke ist mit 1220 Zugfahrten pro Tag die meistbefahrene Eisenbahnbrücke Deutschlands. Paare hängen dort ihre Liebesschlösser mit ihren eingravierten Namen auf und werfen die Schlüssel danach in den Rhein. Das Gewicht der Schlösser wird auf 45 Tonnen geschätzt. Ob die Bahn es wagt, irgendwann die Schlösser zu entfernen, um an den Geländern den Korrosionsschutz zu erneuern, wird vermutlich an fehlenden personellen Ressourcen scheitern. Wir wechseln wieder auf das rechte Rheinufer, auf die Schelsig. So nennt der Kölner den rechtsrheinischen Teil der Stadt, was sowas die mit schielendem Blick zu sehende Seite bedeutet. Früher zogen Zugpferde vom linken Ufer aus Rheinkähne flussaufwärts. Einer Erzählung nach verdeckte eine Scheuklappe vor dem linken Auge des Pferdes den Blick nach Deutz, also zum rechten Rheinufer, um das Tier vor Sonnenreflexionen zu schützen. Der Rheinboulevard an der Deutzer Promenade wurde 2016 fertiggestellt und ist seither äußerst beliebt bei den Kölnern und seinen Besuchern. An diesem typisch kölschen Panorama mit der Hohenzollernbrücke, dem Dom, den bunten Altstadthäuschen mit ihren typischen Steilgiebeln und dem betriebsamen Schiffsverkehr auf dem Rhein kann man sich nicht satt sehen. Auch auf der Schelsig erreicht uns das berühmte kölsche Gefühl, und zwar das Hungergefühl. Fernab von den Touristenströmen finden wir in Deutz das Brauhaus ohne Namen, mit deftig kölschen und rheinischen Gerichten sehr zu empfehlen. Dazu gibt es ohne Aufpreis den einen oder anderen Kessenspruch vom Köbes, wie hier die Kellner genannt werden wollen. Prost! Prost auf Nase! Out of the sudden, you came.
Severinsbrücke wurde 1959 fertiggestellt. Sie ist eine von 4 Kölner Rheinbrücken in der Farbe Kölner Brückengrün, die als besonders lichtbeständig und wetterfest gilt. Bevor wir unseren letzten Abschnitt nach Porz antreten, blicken wir von den Pollerwiesen noch einmal auf Köln. Die 3 einem Hafenkran nachempfundenen Kranhäuser prägen seit 2010 das Kölner Stadtbild. Die halbierten Ausleger stützen sich auf einen gläsernen Treppenturm. Das Danziger Lagerhaus mit dem Spitznamen Siebengebirge wurde bis 1990 als Weizenspeicher für die nationale Sicherheitsreserve genutzt. Sechs von 41 Hafenkränen sind erhalten geblieben und stehen sogar unter Denkmalschutz. In wenigen Kilometern endet unsere erste Etappe auf dem Eurovelo 15. Dieser Abschnitt bot uns ein spannendes Wechselspiel zwischen Stadt und Land, zwischen Kultur und Natur, zwischen Gegenwart und Geschichte und, nicht zu vergessen, zwischen Düsseldorf und Köln. Die vor Jahrhunderten entstandene Rivalität der beiden Metropolen blieb zwar erhalten, konnte sich aber zum Glück auf ein humorvolles Niveau kultivieren. Beide Städte haben keine gemeinsame Stadtgrenze, aber es gibt ja noch den Rhein, der Düsseldorf und Köln miteinander verbindet. Um 18.20 Uhr erreichen wir nach 82 Kilometern unsere Unterkunft im Kölner Süden in Porz. Die zweite Etappe führt uns nach Bonn und weiter nach Bad Honnef. In Unkel besuchen wir das nachgebaute Kanzlerbüro, wir sehen das idyllische Weindorf Erpel, alte Brückenpfeiler und die bunte Stadt Linz am Rhein. Unser Tagesziel wollen wir in der Nähe von Bad Hönningen finden. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund oder werdet es. Tschüss zusammen.